Ein Unbekannter sorgt derzeit für Verunsicherung auf bayerischen Berggipfeln. Dreimal hat er seit Pfingsten zugeschlagen und mit einer Axt Gipfelkreuze zerstört. Warum tut jemand so etwas? Ist es Hass auf christliche Symbole und Werte? Fest steht, die Gipfelkreuzschändungen sind keine Einzelfälle. Auch bayerische Kirchen sind immer wieder das Ziel von blinder Zerstörungswut und Vandalismus. Was steckt dahinter? Anne Hinder und Steffi Heiß haben sich auf Spurensuche begeben. Immer im Morgengrauen schlägt er zu. Drei Gipfelkreuze sind in den vergangenen Monaten mit einer Axt zerstört worden. Zuletzt hier, auf dem Schafreuter-Gipfel bei Bad Tölz. Respektlos, wenn man da vor so einem Kreis geachtet hat, das ist ein Wahnsinn. Ich kann bloß sagen, dass das eine Sauerei ist, sowas. Wer macht sowas und warum? Die Polizei schließt ein religiöses Motiv nicht aus. Schließlich ist das Kreuz eines der wichtigsten Symbole im Christentum. Der liebe Gott hat ja quasi diese Bergwelt erschaffen. Dass man halt quasi das so symbolisiert mit dem Kreuz. Ist Hass auf Christen tatsächlich der Grund? Angriffe auf Kirchen und christliche Symbole gibt es immer wieder, mit ganz unterschiedlichen Motiven. Ein besonders heftiger Fall erschüttert aktuell die Kirchengemeinde St. Anton in Passau. Es war am vergangenen Donnerstag, als Manuel Schlögel in die Kirche gerufen wurde. Was er dort fand, eine regelrechte Spur der Verwüstung. An dieser Stelle steht eigentlich ein großes Vortragekreuz aus Holz. Das wurde von den Tätern hier am Altar mit brachialer Gewalt in zwei Teile zerbrochen. Leuchter wurden umgeworfen, das ewige Licht wurde aus der Lampe geschlagen. Und hier am Hochaltar haben die Täter die Altardecke auf das Lamm über dem Tabernakel gelegt und in Brand gesetzt, wahrscheinlich mit der Absicht, den ganzen Altar in Brand zu stecken. Der Schaden geht in die Zehntausende. Noch schlimmer für die Gemeinde, der Angriff auf ihren Glauben. Es hat uns alle schockiert. Also es waren manche Mitarbeiter hier in der Kirche, es sind auch einige Tränen geflossen, weil die Leute das gar nicht begreifen konnten, warum so etwas passieren musste. Die Gemeinde vermutet religiöse Motive. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Kriminalhauptkommissar Christian Biedermann hat immer wieder mit Kirchenschändungen zu tun. Die Täter sind oft jugendliche Randalierer, die Schäden normalerweise eher gering. Der Fall in Passau sticht heraus. Ja, es ist nicht alltäglich, dass in der Kirche brennt. Und die Kollegen sind da natürlich auch betroffen. Würzburg. Hier kamen im Frühjahr Missbrauchsvorwürfe gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des Bistums auf. Kurz danach wurde in der Kiliansgruft im Neumünster randaliert. Bernhard Schwesinger erinnert sich genau, wie es damals hier aussah. Nach der Vesper hat sich ein Tatverdächtiger, ist noch nicht ganz ermittelt, hat sich hier einsperren lassen und hat dann hier beispielsweise die Statue des seligen Georg Häfners besprüht. Inzwischen ist alles wieder entfernt, auch die Schmierereien an der Wand. Zu lesen damals Vorwürfe so heftig, dass das Bistum den konkreten Wortlaut nicht veröffentlichen will. Inhaltlich ging es um den Umgang der katholischen Kirche mit Vorwürfen sexuellen Missbrauchs. Und es wurde auch noch eine Person der Bistumsleitung hier auf unsägliche Weise beschimpft. Eine ähnliche Tat, aber mit anderem Hintergrund, gab es in Rehau bei Hof. Kirchenpfleger Konrad Grimm hat sie aufbewahrt, die Altardecke, die Ende Juli von Unbekannten beschmiert wurde. In diesem Fall mit ausländerfeindlichen Parolen. Je mehr ich mir die Schriften anschaue, umso mehr, muss ich sagen, mit Entsetzen, dass so etwas überhaupt möglich ist. Und ohne jeglichen Respekt. Hassparolen und Drohungen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Doch auch hier konnte bisher kein Täter gefasst werden. Konrad Grimm glaubt, dass sich die Parolen gegen die Flüchtlinge im Ort richten. Rehau, Würzburg und Passau sind keine Einzelfälle. Allein in Bayern werden jedes Jahr rund 200 Fälle von Kirchenschändung angezeigt. Der emeritierte Professor Friedrich Graf beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit religiöser Gewalt.
Angriffe auf religiöse Symbole gab es schon immer, sagt er. Doch in letzter Zeit beobachtet er eine Veränderung. Das Klima ist zweifellos aggressiver geworden, sowohl was also Hassparolen gegen Andersdenkende betrifft, als auch was Ausgrenzungsmechanismen betrifft. Ja, Aggressivität hat einfach zugenommen. Aggressivität, die jetzt auch den Wanderern Angst macht. Sie hoffen, dass der Gipfelkreuzhacker bald gefasst wird.